Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Online-Event Kinder stärken für eine starke Zukunft. Hier teile ich mit dir ganz praktikable, schnelle, einfache Tipps, wie du deine Kinder stärken kannst, wie sie selbstbewusster und ruhiger werden können. Und wenn du Lust hast, dann schreib gerne jetzt in den Chat oder wenn du die Aufzeichnung siehst, dann in die Kommentarfunktion, wie viele Kinder du hast. Und wie alt die gerne sind. Und ich schaue da dann nachher immer mal wieder rein. Und zwar gebe ich heute diesen Livestream anlässlich meines neuen Online-Kurses Ich bin mein eigener Superstar. Und für einige von euch wird das total ausreichend sein, was ich euch heute mitgebe. Du kannst dann direkt mit deinen Kindern umsetzen. Und für den anderen ist es ein super Einstieg. Und du möchtest dann vielleicht dort genau anknüpfen. Und keine Sorge, ich lasse dich damit nicht allein. Ich werde dann am Ende des Lives über meinen neuen Online-Kurs sprechen und Fragen beantworten. Das heißt, bleib gerne bis zum Ende dran. Das hier ist ein kleiner Teil von meinem neuen Online-Kurs und ich möchte dir heute einige der Top-Strategien daraus vorstellen, damit du sie in deinen Familienalltag integrieren kannst. Und für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, für die ich neu bin, ich bin Julia, ich bin 32 Jahre alt, ich bin alleinerziehend und habe zwei Kinder. Meine Jüngste wird übermorgen 6 Jahre alt und mein Sohn ist 8 Jahre alt. Ich bin seit über 4 Jahren selbstständig als Glücksmentorin für Mamas und Meditationsleiterin. Und ich möchte zu Anfang gerne ein bisschen zur Geschichte erzählen. Warum es meinen Online-Kurs Ich bin mein eigener Superstar eigentlich gibt, wie der entstanden ist. Und zwar könnte man sagen, dass alles mit mir selbst anfing, damit, dass ich die letzten 5 Jahre damit verbracht habe, mich selbst von meiner eigenen Kindheit zu heilen oder von den Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass die mich heute als Erwachsene noch ganz, ganz stark beeinflussen. Einfach durch Glaubenssätze, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, aus Verhaltensweisen, die ich mir zum Beispiel von meinen Eltern unbewusst abgeschaut habe, oder aber auch einfach Gedanken und Verhaltensmuster, die sich irgendwann etabliert haben, weil man sich angepasst hat als Kind. Und dann bin ich Mutter geworden und dann wurde mir das ganz krass bewusst, dass ich jeden einzelnen Tag meine Kinder beeinflusse mit dem, was ich tue, wie ich mich verhalte, was ich für ein Vorbild bin, aber auch, was ich ihnen schon mitgebe an Gedankenmuster, an Verhaltensweisen, an Tools und Übungen von klein auf, wie sie sich für den Alltag stärken können. Es fing damit an, dass mit meinem Sohn habe ich angefangen, als er 4 Jahre alt war, mit Meditation, mit Fantasiereisen, mit Affirmationen, mit Atemübungen. Und mein Sohn, der ist jetzt zum Beispiel auch schon seit 3 Jahren in der Verhaltenstherapie. Und da habe ich auch sehr, sehr viel aus dieser Mitarbeit herausgenommen und habe auch immer wieder das Feedback bekommen, dass es eine super Grundlage ist, eben dass er Affirmationen schon kennt. Er kann die Atemübungen super umsetzen. Er kann vieles viel besser visualisieren aufgrund der Vorarbeit, die wir geleistet haben. Und es ist auch für die Therapeuten natürlich eine gute Zusammenarbeit mit einer Mutter, die sehr reflektiert ist, die auch schon gewisse Tools für sich nutzt. Und ich habe das auch gebraucht, stark zu sein für ihn auch, um ihm auch den Raum zu geben. Und um das ein bisschen zu erklären, mein Sohn hat eine Angststörung. Das kann man so, so hat mir das sein Therapeut versucht zu erklären, wir haben ja alle Angst. Und Angst schützt uns vor Gefahren. Also ich habe zum Beispiel Angst in wirklich lebensbedrohlichen Situationen. Und mein Sohn hat gefühlt immer Angst. Für ihn sind ganz kleine Dinge Auslöser für eine extrem starke Angst, die sich auch sehr doll körperlich äußert. Und damit leben wir einfach. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Er ist der Mensch, der er ist. Er ist der Junge mit dieser Angst. Und wir haben Tools und Rituale und Gewohnheiten gefunden, die es für ihn einfach leichter machen. Und da habe ich natürlich auch sehr viel für mich mit herausgezogen und für mich gelernt. Und in meiner Arbeit mit Müttern habe ich auch schnell gemerkt, dass sie auch, wie ich, viele Glaubenssätze aus ihrer Kindheit mitbringen, viele Dinge,
die sie einfach vorgelebt bekommen, irgendwie adaptiert haben und auch entweder im extremen Gegenteil für sich leben oder eben auch wie ihre Eltern leben und das eben eher Verhaltensweisen sind, die eher blockierend sind, wenn wir ein glückliches, erfülltes Leben führen wollen. Deswegen habe ich überlegt, man muss doch irgendwie eher ansetzen können. Ich wollte gern präventiver arbeiten, dass es eben nicht erst so weit kommen muss, dass Mütter zu mir ins Coaching kommen, weil sie Depressionen haben, weil sie Angststörungen, Panikattacken haben, weil sie einen Burnout haben, weil sie einfach unglücklich in ihrer Lebenssituation sind. Deswegen habe ich vor 2 Jahren begonnen, offline hier in meiner Stadt Kurse für Kinder und Jugendliche anzubieten. Das sind Kinder von 10 bis 16 Jahren. Und ich habe damit angefangen, die Dinge, die wir hier zu Hause machen, mit diesen Kindern umzusetzen. Und da wurde mir aber erstmal die ganze Bandbreite bewusst dessen, mit was sich Kinder heute so rumschlagen. Kinder von 10 bis 16 Jahren. Ich habe in meinen Kursen Kinder, die gemobbt werden, natürlich, leider. Die Selbstmordgedanken haben, die Selbstmordversuche unternommen haben, die sich selbst verletzen, die Depressionen haben, die Angststörungen, Panikattacken haben. Keines dieser Kinder liebt sich selbst. Die haben unglaubliche Schwierigkeiten, Dinge an sich selbst zu finden, die gut sind, die sie mögen, Stärken zu finden. Ich habe jetzt erst letztens wieder die Erfahrung gemacht mit meinem großen Kurs, mit den 16-Jährigen. Wir haben 4 Stunden gebraucht, bis jedes Kind in diesem Kurs 4 Stärken gefunden hat. Kein Witz. Das ist für die super, super schwer. Und das hat was mit mir gemacht. Das hat mich auf der einen Seite unglaublich traurig gemacht, unglaublich erschüttert. Ich habe aber auch gemerkt, meine Kinder könnten ja aus dem FF 4 Dinge sein, die sie gut können. Weil ich das aber in ihnen bestärke, weil wir das auch immer wieder gemeinsam trainieren, weil wir unseren Blickwinkel in unserem gemeinsamen Familienalltag darauf richten, was gut läuft, was wir gut können, was positiv ist. Diese Kinder haben das eben nicht. Gucken immer nur auf sich und auf das, was sie nicht können und was schief läuft in ihrem Leben. Und heute hat mir ein Kind gesagt, und da muss ich echt schlucken. Das ist manchmal eine harte Arbeit, die ich da mache. Sie hat mir gesagt, früher in der Grundschule, als sie gemobbt wurde, hat sie das manchmal provoziert, das Mobbing. Weil sie dadurch gespürt hat, dass sie noch am Leben ist. Weil sie dann etwas gefühlt hat. Lassen wir jetzt alle mal sagen, weil das ist echt harter Tobak. Jeden einzelnen Tag, ich gebe 4 Tage die Woche solche Kurse, jeden einzelnen Tag kriegst du immer mal wieder so einen Hammer, wo du denkst, ich möchte ganz dringend in dieser Welt was verändern. Ich möchte ganz dringend für ganz viele Kinder was verändern. Und es ist gar nicht so, dass die Eltern schuld sind. Deren Eltern wissen das nicht besser. Das sind manchmal ganz liebevolle, wunderbare Eltern, die sich aber der Probleme ihrer Kinder nicht bewusst sind. Und zwar zum Teil aus dem Grund, weil die Kinder kein Vertrauen zu ihren Eltern haben, weil sie kein Verständnis bekommen. Und das können wir schon so an so einem ersten Punkt ansetzen, nämlich, wenn dein Kind zu dir kommt, nimm alles ernst. Du musst nicht verstehen können, dass es tatsächlich Angst vor den Monstern unterm Bett hat. Das musst du persönlich nicht nachvollziehen können, aber du musst dein Kind in dieser Angst ernst nehmen. Weil nur dann entwickelt dein Kind dieses Vertrauen in dich, mit allem zu dir kommen zu können. Mit allem. Mit Selbstmordgedanken, aber auch mit Liebeskummer und. Nur dann vertraut dir dein Kind, wenn es weiß, du nimmst es ernst, egal mit was es zu dir kommt. Auch wenn es für dich einfach nicht vorstellbar ist, die Angst oder warum es jetzt traurig oder wütend ist. Nimm es immer ernst. Sieh diesen Menschen, der da vor dir steht, nicht das kleine Kind, was du nicht ernst nehmen kannst. Das ist so eine ganz wichtige Basis, auch tatsächlich auf Augenhöhe. Und in dieser Arbeit mit diesen vielen Kindern reifte dann in mir dieser Entschluss, okay, ich möchte da größer etwas verändern. Nicht nur zu Hause in meinem kleinen Rahmen mit meinen Kindern und nicht nur in diesem etwas größeren Rahmen mit den Kindern offline. Ich möchte das online machen. Ich möchte das ganz groß nach draußen bringen. Und ich sehe das, diesen Online-Kurs, den ich kreiert habe, als so einen kleinen Kieselstein, den ich jetzt heute ins Rollen gebracht habe, indem ich den öffentlich gemacht habe.
Und all diejenigen, die von diesem Kurs hören, die den Kurs buchen, die das mit ihren Kindern umsetzen, die Freundinnen, Arbeitskolleginnen von diesem Kurs erzählen, die Übungen weitertragen, daraus wird dann eine Lawine. Und daraus können wir dann tatsächlich etwas verändern, um auch diese Kinder zu erreichen und um eine neue Generation heranwachsen zu lassen. Wir sehen in diese Welt und wir sehen ganz viel Leid. Wir sehen Krieg und wir wünschen uns alle Frieden. Und dieser Frieden kann aber nur entstehen, indem jeder Einzelne von uns im Kleinen bei sich anfängt. In sich selbst, als Vorbild. Ja, also zum Beispiel, nur wenn ich mich selbst liebe, können sich unsere Kinder auch lieben, weil sie es bei uns sehen. Aber auch im Rahmen meiner kleinen Familie. Frieden, Dankbarkeit, Liebe. Und dann tragen die das nach außen. Also unsere Generation, wir Eltern, wir können jetzt richtig groß entscheidend was verändern, indem wir anders denken, indem wir unsere Kinder anders großziehen. Und wie dieses anders geht, erkläre ich dir gleich. Und dann wächst da eine Generation von Erwachsenen heran, die tatsächlich in dieser Welt was verändern können, weil sie anders sind, weil sie innerlich gestärkt sind. Ich habe, wie gesagt, mit meinen Kindern, aber auch dann in den Kinderkursen ganz viele verschiedene Tools für mich gelernt. Und die werde ich dir heute auch unter anderem in diesem Live mitgeben. Und die anderen Tipps, die habe ich dann eben in diesen Online-Kurs eingebaut. Also ich habe früher angefangen, mich selbst als Erwachsene in Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Dann habe ich gemerkt, okay, für meine Kinder könnte es auch cool sein. Also habe ich das angepasst. Ich habe daraus kindgerechte Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und dann in den größeren Kursen habe ich gemerkt, okay, da sind noch so viele Themen. Und dann habe ich gelesen und recherchiert. Und gelernt und getan. Ich habe mich mit jedem Einzelnen, okay, du hast ADHS, okay, ich beschäftige mich damit. Ich lerne, was das bedeutet. Ihr seid hochsensibel, okay, lasst mich recherchieren und dann erkläre ich euch, wie ihr besser damit umgehen könnt. Du hast Depression, okay, ich habe recherchiert, Depression bei Jugendlichen. Okay, wir sind das Thema angegangen. Ich habe das echt persönlich genommen, weil ich diesen Anreiz habe, jedem Kind ganz entscheidend was mitgeben zu wollen. Und verrat mir doch gerne mal im Chat, in den Kommentaren, ob ein oder mehrere der folgenden Punkte auf dich zutreffen. Du machst dir Sorgen bezüglich dem Schulstart deines Kindes, wie es das Ganze wegsteckt, wie es ankommen wird, wie es mit Herausforderungen umgehen wird. Dein Kind hat vielleicht jetzt schon im Kindergarten oder auch in der Schule Schwierigkeiten mit anderen Kindern. Vielleicht triggern dich die Gefühle deines Kindes manchmal, wenn es wütend ist, wenn es ängstlich traurig ist. Oder du machst dir vielleicht Sorgen über die Zukunft deines Kindes. Wie wird es mal aussehen, wenn dein Kind erwachsen ist? Was für Herausforderungen muss sich dein Kind stellen? Also erzählt super gerne mal davon. In der Zwischenzeit sehe ich, ihr habt beide jeweils ein Kind, 4 und 6 Jahre alt. Das ist wunderbar. Der Kurs, den habe ich tatsächlich so gestaltet, dass es für Kinder ab 4 Jahren bis etwa 16 Jahre ist. Und er ist so unterschiedlich kreiert, dass man tatsächlich jede Altersgruppe damit anspricht. Die kleineren Kinder brauchen da natürlich noch vermehrt die Unterstützung von uns Eltern beim Lesen, beim Schreiben, beim Basteln. Die größeren können das dann schon selbstständiger. Aber wie gesagt, ich habe auch mit meinen Kindern immer mit etwa 4 Jahren angefangen und es ist super vielschichtig. Ihr habt Audiosachen, ihr habt Dinge zum direkten Mitmachen, ihr habt Bastelsachen, ihr habt was zum Hören, ihr habt was Kreatives, ihr habt was, was in die Bewegung geht und das spricht einfach einen großen Rahmen an Kindern auch einfach an. Und vielleicht wünschst du dir genauso wie ich auch, dass deine Kinder mit Selbstvertrauen durchs Leben gehen, lernen auch mit schwierigen Gefühlen, mit Leichtigkeit umzugehen. Uns war das große Thema halt Angst, aber ich habe eine befreundete Familie, bei denen ist das große Thema Wut zum Beispiel. Und ich wünsche mir auch, dass meine Kinder sich selbst lieben können und akzeptieren können, so wie sie sind. Das war somit der härteste Part in meiner persönlichen Weiterentwicklung, mich selbst zu lieben. Und das sehe ich auch in den Kinderkursen. Das ist für die schier unmöglich. Und wenn Kinder schon klein auf so aufwachsen mit diesem Gefühl, ich bin in Ordnung, wie ich bin mega so, wie ich bin, das ist wunderschön. Und um dann eben einen harmonischen Familienalltag auch zu erschaffen und deine Kinder für die Zukunft zu stärken. Und genau dafür ist der Ich bin mein eigener Superstar Eltern-Kind-Kurs gemacht. Was meine ich damit, wenn ich von starken Kindern und starker Zukunft spreche? Und ich würde es mal weiterziehen. Starke Kinder, starke Zukunft, starke Welt. Starke Kinder, das sind für mich Kinder, die ihre Stärken erkennen
und dadurch ihren Selbstwert wachsen lassen. Das sind Kinder, die in die guten Seiten in allem sehen und damit auch resilienter in schwierigen Schul- und Alltagssituationen werden. Das sind Kinder, die gesunde Beziehungen aufbauen können, von denen sie den Rest ihres Lebens profitieren. Das sind Kinder, die spielerisch kraftvolle Selbstschutzgewohnheiten etablieren, um für sich selbst gut sorgen zu können. Die ihre Gefühle besser verstehen und liebevoll mit diesen Gefühlen durchs Leben gehen. Das sind Kinder, die Misserfolge und Fehler bewältigen wissen, um künftig dann allem gewachsen zu sein. Und das sind Kinder, die Dankbarkeit üben. Und eine starke Zukunft, das bedeutet für mich, entspannter, ruhiger, geduldiger bei Stress und Herausforderungen zu sein, liebevoller mit sich und mit den Mitmenschen zu sein, resilienter zu sein, ein gutes Vorbild zu sein, weil wir denken groß. Unsere Generation zieht die nächste starke Generation groß. Und diese starke Generation kann eine noch stärkere Generation von Kindern großziehen. Und diese Kinder, die jetzt schon stark werden, die müssen eben nicht dann als Erwachsene erstmal ihre Kindheit heilen, bevor sie ein glückliches Leben führen können. Und was macht das dann für eine starke Welt? Dankbarkeit, Frieden, Liebe. Und wenn du vielleicht im Laufe dieses Livestreams konkrete Themen, Herausforderungen, Fragen im Kopf hast, dann schreib sie gerne in den Chat und in die Kommentare und ich nehme mir dann später Zeit, die zu beantworten. Wir gehen aber jetzt direkt rein mit Tipp Nummer 1 und das dreht sich um das große Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit überflutet unser Gehirn mit Glückshormonen. Dankbarkeit lässt uns besser schlafen. Ich zum Beispiel habe das Dankbarkeitsritual vor dem Schlafengehen, alle Dinge, mindestens aber 3, alle Dinge aufzuzählen, für die ich an diesem Tag dankbar war. Und wir werden das gleich auch zusammen machen. Und da entsteht so ein wunderschönes Gefühl in einem, wenn man sich vor Augen ruft, was halt alles geil war. Und mit diesem positiven Gefühl geht man in den Schlaf. Und dieses Gefühl nimmt man durch den Schlaf mit und wacht morgens viel erfrischter, viel dankbarer, viel glücklicher auf und startet so einen neuen Tag. Dankbarkeit reduziert Ängste, reduziert Depressionen. Ich habe zum Beispiel auch die großen Kinder, die sollten sich mal Dinge wünschen, was sie gern von ihren Eltern gelernt hätten. Und da hat jemand gesagt, sie hätte gern gelernt, wie sie sich vor psychischen Krankheiten schützt, weil sie jetzt an Depressionen zum Beispiel erkrankt ist. Dankbarkeit hilft uns aber auch, einen besseren Umgang mit negativen Gefühlen zu haben und auch mit Schuldgefühlen. Und Dankbarkeit fördert, einfühlsam, hilfsbereit und freundlich zu sein. Und das, finde ich, ist auch ein wunderschöner Aspekt für Kinder. Das ist ja das, wo wir sie hinerziehen wollen, dass sie hilfsbereit sind, dass sie freundlich sind. Und dann denken wir erstmal an Bitte, Danke, Hallo und Tschüss sagen. Aber Dankbarkeit ist da auch ein wunderschönes Tool, was man nutzen kann. Und damit du jetzt einmal auch direkt spüren kannst, warum ich Dankbarkeit so grandios finde, kannst du gerne jetzt direkt einmal mitmachen. Und wir starten damit, dass wir einmal tief ein- und ausatmen. Und dann verbinden wir uns mal mit unserem Herz. Das heißt, du konzentrierst dich auf diesen Bereich, kannst auch gerne deine Hände hier auflegen, kannst gerne bewusst deinen Atem und deine Energie zu deinem Herzen lenken. Und dann zähl jetzt in diesem Moment mal 3 Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Und spür mal, was das mit mir macht. Dankbarkeit gibt. Du siehst, was alles Wundervolles in deinem Leben ist. Und wir haben jetzt innerhalb von wenigen Sekunden unseren Blickwinkel auf das Positive gerichtet, auf das Wundervolle, Schöne in unserem Leben. Und ich finde, darum geht es auch ganz stark bei der Dankbarkeit. Diesen Gedankenshift hinzubekommen von all dem Stress, der heute war, all das, was wir nicht geschafft haben, all das, was schlecht lief, hin zu dem, was gut lief, was Tolles an unserem Leben, was schon da ist. Wir als Erwachsene haben ganz oft dieses Gefühl von Leere und Mangel und wir sind erst glücklich, wenn das und das passiert.
Aber wir dürfen jetzt sein. Wir dürfen jetzt Fülle und Reichtum spüren, weil da schon ganz viel Fülle und Reichtum in unserem Leben ist. Wir das nur manchmal übersehen in all dem Stress, den wir haben. Und was kannst du jetzt ganz konkret zum Thema Dankbarkeit auch mit deinem Kind machen? Wunderschön finde ich, das ist auch was, was wir hier zu Hause praktizieren, ein Dankbarkeitsritual am Tisch. Das heißt, wenn wir abends gegessen haben, sitzen wir noch zusammen und jeder zählt auf, wofür er an diesem Tag dankbar war. Und das verdoppelt dieses Gefühl, was du jetzt gerade hattest, was du dir selbst erschaffen hast, verdoppelt das nochmal, wenn du hörst, wofür deine Kinder dankbar sind. Ich mache das auch regelmäßig in meinen Kinderkursen und ich kann euch sagen, das geht wie Öl runter, wenn die Kinder, es ist immer mindestens ein Kind dabei, was sagt, ich bin dankbar, dass es diesen Kurs gibt, dass ich hier heute bei dir sein kann. Ich bin dankbar, dass es dich gibt. Und bei diesem Abendritual, das werden auch eure Kinder sagen. Mindestens einmal, dass sie dankbar dafür sind, dass ihr eure Eltern seid. Und wir müssen sowas manchmal hören. Das stärkt auch uns als Eltern. Und was ich noch ganz toll finde, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Das könnt ihr auch mit kleineren Kindern machen, indem ihr es aufschreibt. Die Kinder können aber auch malen, für was sie dankbar sind. Das kannst du als Erwachsener tun. Das könnt ihr aber auch eben in diesem Familienritual machen, dass das dann von jedem aufgeschrieben wird. Und an schlechten Tagen, dann darf man da wieder mal drin blättern und schauen, was eigentlich schon Tolles im eigenen Leben da ist, im Familienleben da ist, für das man dankbar sein kann. Gehen wir weiter zu Tipp Nummer 2. Und das ist eines meiner liebsten Themen, Selbstliebe. Selbstliebe heißt, dass man erst gut für sich sorgt und dann gut für andere sorgt. Und ich weiß, das fällt uns Mamas immer unglaublich schwer. Wir sind immer für den und den und den und den und den da und vergessen uns ganz oft. Problem aber, wir sind ein Vorbild. Und auch das spiegeln wir unseren Kindern. Das heißt, unsere Kinder sehen, okay, als Mutter kümmerst du dich immer erst um alle anderen und für dich bleibt keine Zeit. Okay, wenn ich mal Mama bin, so hat das für mich zu laufen. Und sich das einfach mal bewusst zu machen, sich das erstmal zu reflektieren, ist ein riesengroßer Unterschied. Das bleibt in deinem Kopf sitzen, das macht was mit dir. Und Selbstliebe schafft Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen, dass man genau richtig ist, wie man ist und alles im Leben erreichen kann. Und durch Selbstliebe macht man sich unabhängig von der Anerkennung anderer Menschen. Man fühlt sich durch Kritik, durch negative Äußerungen nicht mehr persönlich angegriffen. Man geht automatisch viel liebevoller mit anderen um, aber eben auch viel liebevoller mit sich um. Vielleicht kennst du so diesen inneren Kritiker, diese innere Stimme in dir, die dir unbewusst immer wieder so Dinge sagt wie, na toll, das hast du wieder nicht hinbekommen. Na toll, du kannst ja gar nichts. Kennst du den? Hast du den schon mal gehört? Er wird ganz, ganz leise, wenn man regelmäßig Selbstliebe praktiziert. Ich gehe auch gerne in Dialog mit diesem inneren Kritiker und sage so, aha, okay. Das ist deine Ansicht, aber das ist nicht meine Ansicht. Ich weiß, dass ich vieles richtig gemacht habe und dass ich immer was aus meinen Fehlern lerne. Und durch Selbstliebe werden wir gelassener in allen Beziehungen, weil man sich nicht mehr emotional abhängig macht. Kennt ihr das, wenn ihr euch vielleicht an eure Kindheit, Jugend erinnert? Da hat man ganz viel für Freunde getan, weil man dachte, dann mögen die einen lieber, dann bleiben die mit einem befreundet. Oder man wollte unbedingt mit dem einen Mädchen befreundet sein. Und dann hat man dieses oder jenes getan, damit sie einen mag. Das ist emotionale Abhängigkeit. Ist toxisch. Toxisch. Sollte man einfach nicht machen. Man sollte sich mit Menschen umgeben, die dich lieben, weil du einfach ein grandioser, toller Mensch bist. Und das dürfen unsere Kinder auch lernen. Auch da sind wir wieder Vorbild. Was für Beziehungen führen wir? Was für Freundschaften haben wir? Sitzen wir oft da und lästern über andere? Ungünstig. Und auch hier wieder. Wie kannst du Selbstliebe mit deinem Kind im Alltag praktizieren? Ich liebe Affirmationen. Affirmationen sind positive Sätze, gerne in der Ich-Bin-Version. Und die hängen bei uns zum Beispiel in Form von Affirmationspostern bei uns zu Hause. Oder es sind auch überall in unserer Wohnung Post-its verteilt mit Affirmationen drauf. An meinem Spiegel im Badezimmer hängt ein Post-it. Ich bin Liebe. Das ist das Erste, was ich morgens sehe, wenn ich im Badezimmer bin. Die Kinder haben gerade Post-its. Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem tut. Ich bin klug. Und noch viele andere. Das suchen die sich immer so aus, was die so haben.
Man kann aber Affirmationen, zum Beispiel gibt es auf YouTube, gehst auf YouTube Affirmationen und dann gibt es da wunderschöne, tolle Videos und die kann man so nebenbei laufen hören. Das muss man gar nicht aktiv hören. Das kannst du laufen lassen, während die Kinder sich die Zähne putzen, während ihr mal sitzt und was malt. Wir machen das aber gerne als Abschluss am Ende des Tages, da nochmal positive Affirmationen zu hören. Was deine Selbstliebe und natürlich auch die Selbstliebe deines Kindes stärkt, ist, wenn man wirklich auf die Stärken fokussiert ist. Wenn du dein Kind regelmäßig in seinen Stärken bestärkst, ihm seine Stärken auch aufzeigst, hier, guck mal, das kannst du richtig gut. Und wir nennen das so eine Dusche, eine Selbstliebe-Dusche im Sinne von alles loben, alles übermäßig loben. Du kannst dein Kind nie zu viel loben, weil das gibt so diesen Push, das stärkt so dein Kind. Und auch wirklich so regelmäßig Übungen zu machen, wo man sagt, hey, sag mir doch mal drei von deinen Stärken. Und dann bam, 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 kann man unterwegs machen beim Spazierengehen. Dann gibt es noch eine wundervolle Übung, die nennt sich sich selbst in die Arme nehmen. Und die liebe ich so, weil es genau das verdeutlicht, nämlich, dass ich, um mich selbst zu lieben, niemanden brauche außer mich selbst. Und bei sich selbst in die Arme nehmen, geht es tatsächlich darum, dass man die Arme ausbreitet und tief atmet und die Energie spürt, die in einem fließt, die durch die eigenen Hände und Arme fließt. Und dann umarmt man sich tatsächlich einfach selbst und verharrt in dieser Position und umarmt sich und schenkt sich selbst Liebe und Geborgenheit. Und das können Kinder auch schon wundervoll. Meine Kinder haben zum Beispiel oft das Problem, dass es ihnen manchmal noch schwerfällt, sich an unsere Sachen zu erinnern, wenn sie allein sind. In der Schule zum Beispiel. Oder wenn ich einfach nicht da bin. Und dann haben wir das. Und sage ich immer, stellt euch vor, ich würde euch umarmen. Und das könnt ihr am besten, indem ihr euch selbst umarmt. Also das ist eine Technik, die beiden sehr, sehr gerne und sehr erfolgreich für sich nutzen, weil sie dann dieses Gefühl von Wärme und Geborgenheit und Liebe spüren können. Sie brauchen niemanden dafür, außer sich selbst. Und was ich auch noch eine tolle Übung finde, ist die Gedankenhygiene und auf die Worte achten. Auch schon dabei, wie du mit deinem Kind sprichst, aber auch, was dein Kind über bestimmte Sachen sagt. Wenn dein Kind sagt, oh, ich bin dumm, das korrigieren wir gleich. Dann sagst du, anstatt das zu sagen, könntest du lieber sagen, ich darf jeden Tag Neues lernen. Ich lerne jeden Tag etwas dazu. Oh, interessant. Da habe ich jetzt was gefunden, was ich noch nicht kann. Aber das kann ich ja ändern. Also Gedankenhygiene ist auch ganz, ganz wichtig. Können wir als Erwachsene machen, was denke ich so und das dann umschiften in was Positives. Aber auch in Gesprächen. Wie rede ich mit meinem Kind? Wie rede ich auch über mein Kind? Wie redet mein Kind über sich? Und das dann gerne so ein bisschen anzupassen, schöner zu gestalten. Und das gibt zum Thema Selbstliebe so viele tolle Übungen und die gibt es eben auch im Kurs. Da gibt es Audios, Meditationen, Worksheets, Bastelanleitungen dazu. Da kann man so viel schöne Dinge tun. Lass mich kurz einen Schluck trinken. Ich schaue einmal in den Chat rein. Triggern der eigenen Gefühle. Das hatte ich früher auch ganz stark. Und zwar kommt das einfach daher, wir haben ganz oft als Kinder gelernt, dass diese scheinbar negativen Gefühle wie Wut und Angst und Traurigkeit nicht da sein sollen. Die sollen doch bitte unterdrückt werden. Wutanfälle waren nicht gerne gesehen. Und dann triggert das unser inneres Kind, wenn unser Kind dem eben freien Lauf lässt. Und dann springt so dieser Modus in uns an von, okay, Wut ist nicht gut, Wut ist nicht gern gesehen. Ah. Dabei ist Wut was Tolles. Jedes Gefühl, und wir kommen gleich zum Thema Gefühle, jedes Gefühl ist ein ganz wichtiges Gefühl und darf da sein, darf in uns sein. Und die sind gar nicht negativ. Sorge über die zukünftigen Entwicklungen auch in Bezug auf die schulischen Leistungen. Das verstehe ich auch voll gut. Also mein großer Sohn wurde vor 2 Jahren eingeschult, meine Tochter wird jetzt eingeschult. Und vor 2 Jahren war ich auch so ein bisschen, oh Gott, wie kann ich den jetzt noch stärken? Was kann ich jetzt noch alles in den Reihen pumpen, damit der gestärkt in diese neue Situation gehen kann? Und jetzt 2 Jahre später bei meiner Tochter bin ich tiefenentspannt. Und da kann man im Vorfeld super viel tun. Eben auch dieses Kinderstärken, was können die schon alles?
Wie reden die dann auch darüber, wenn es halt mal nicht geklappt hat und die eine 3 oder eine 4 geschrieben haben? Wie kann man sie bestärken, da auch nicht aufzugeben, sondern weiter ihren Weg zu gehen? Und auch dieses, du musst nicht gut in allem sein. Schau mal, hier bist du verdammt gut. Okay, kommen wir zum Thema Nummer 3. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, eben Gefühle. Haben wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Und das Erkennen und Benennen von Emotionen sind ganz, ganz wichtige Werkzeuge in der gesunden Entwicklung unserer Kinder. Und ich möchte sagen, alle Gefühle sind gute Gefühle. Wir haben das als Kinder ganz oft nicht gelernt. Wir haben gelernt zu unterscheiden positive und negative Gefühle. Und die negativen, die solltest du bitte nicht fühlen und erst recht nicht zum Ausdruck bringen. Das haben wir dann gerne weggedrückt, weil die sich auch manchmal einfach unangenehm angefühlt haben, weil wir nicht gelernt haben, wie man gut mit allen Gefühlen umgeht. Wir haben das einfach nicht gelernt. Und warum haben wir es nicht gelernt? Weil unsere Eltern das auch schon nicht von deren Eltern gelernt haben. Da ist jetzt wieder dieses, wir können jetzt den Switch machen. Ich habe als Erwachsene gelernt, wie ich auch diese negativen Gefühle gut aushalten kann, wie ich die im Leben besser integrieren kann. Ich kann das jetzt ganz einfach an meine Kinder weitergeben. Und das ist super easy. Das ist gar nicht schwer, Kindern einen leichten Umgang mit Gefühlen beizubringen. Jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung, weil jedes Gefühl wichtige Informationen für uns transportiert. Das beste Beispiel ist Angst. Es ist wichtig, Angst zu haben, weil uns die Angst vor Gefahren schützt. Und auch unangenehme Gefühle wie Wut und Trauer tragen wichtige Signale, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das zeigt uns, hier stimmt irgendwas nicht. Und was man da mit Kindern sehr, sehr gut machen kann, ist zum Beispiel ein Gefühlstagebuch führen. In meinem Online-Kurs habe ich viele verschiedene Gefühle, ich glaube, es sind 20 an der Zahl, vorgestellt, weil Kinder am Anfang schon erstmal die Problematik haben, Gefühle benennen zu können, ist schon mal schwer. Deswegen dürfen sie die Bandbreite kennenlernen, was es alles für Gefühle gibt. Und dann führen sie ein Gefühlstagebuch. Und das kann man auch schon wunderbar mit den ganz Kleinen machen, weil jedes Gefühl ist ein kleines Monsterchen. Und die Darstellung repräsentiert relativ simpel, was das jetzt für ein Gefühl ist. Und dann sagt das Kind, okay, heute habe ich mich so gefühlt und so und so. Und kann dir zum Beispiel auch, manchmal ist ja auch schwierig, in der Situation manchmal sagen, sagst du hier, diese Gefühle, wie fühlst du dich gerade? So ist für uns Eltern viel einfacher dann in der Kommunikation und dem, was ich dann jetzt tun kann, um meinem Kind zu helfen. Also Gefühlstagebuch gibt es zum Beispiel auch als Vorlage im Online-Kurs. Dann Gefühle einfach kennenlernen. Also dann halt so in das Gefühl reingehen und zu erkennen, alle meine Gefühle sind auch meine Freunde. Und dafür habe ich für den Online-Kurs 3 Meditationen entwickelt. Eine für Wut, eine für Trauer, eine für Angst. Wo die Kinder eben lernen, hey, die Wut, die will dir nichts Böses. Die will auch nur dein Freund sein. Und die dürfen wir heilen. Das machen wir zum Beispiel in dieser Meditation. Und was ich auch noch sehr cool finde, ist die Notfallapotheke. Ist auch eine Übung aus dem Kurs. Und die schicke ich euch morgen als PDF auf jeden Fall zu, die Notfallapotheke. Und die erkläre ich euch einmal kurz. Und zwar ist es eine Bastelsache. Man braucht ein großes Blatt Papier. Man braucht Stifte, Pappe und mehrere Briefumschläge. Und für diese Situation, wenn man sich zum Beispiel traurig fühlt oder einsam oder wütend oder zu nichts Lust hat, beugt man vor, indem man diese Notfallapotheke macht. Man schreibt Rezepte auf, wie man in den verschiedenen Situationen behandelt werden möchte. Das heißt, das Kind nimmt sich einen Zettel und schreibt, wenn ich wütend bin, dann ist es am besten und füllt das für sich aus. Und da könnt ihr unterstützen. Das wird dann in den Umschlag gepackt und dann wird der nächste Zettel geschrieben. Wenn ich traurig bin, dann ist es am besten. Da können auch verschiedene Dinge draufstehen. Das ist ja manchmal unterschiedlich. Manchmal wollen die Kinder eure Nähe und manchmal nicht. Manchmal brauchen sie Schokolade und manchmal brauchen sie frische Luft. Und manchmal wollen sie vielleicht springen und schreien dürfen. Zum Thema Wut gibt es auch eine ganz tolle Audiodatei, wo den Kindern erklärt wird, wenn ich wütend bin, was kann ich dann mit dieser Wut in meinem Körper machen? Wie kann ich der Ausdruck verleihen? Wie kann ich die loswerden? Genau, man schreibt einen Zettel, wenn ich Angst habe, ist es am besten. Und wenn ich mich einsam fühle, ist es am besten.
Und das schreibt man, wie gesagt, auf die Zettel, das packt man in die Briefumschläge und auf die Rückseite jedes Briefumschlags schreibt man dann das Gefühl, also die Wut zum Beispiel. Und legt dann den Zettel mit dem Rezept, wenn ich wütend bin, in diesen Umschlag. Dann hebt man den Umschlag mit der Vorderseite auf die große Pappe und hängt das dann an einen Platz im Zimmer. Das ist dann die Notfallapotheke. In dem Moment, wo dein Kind wütend ist, gehst du dahin, machst es auf, siehst den Zettel und dann, okay. Wenn du wütend bist, hast du gesagt, ist es am besten, was davon machen wir jetzt? Okay, das. Und das ist Selbstwirksamkeit. Dein Kind lernt, hey, ich kann das super gut allein handeln, aber Mama ist auch da, um mich dabei zu unterstützen. Und auch du als Elternteil lernst, okay, wir können das gut zusammen in den Griff bekommen. Das stärkt auch dich in dir, in deinem Selbstvertrauen. Und es ist natürlich gut, wenn ihr als Eltern die wichtigsten Personen also im Leben eurer Kinder wisst, wo diese Notfallapotheke hängt. Und das ist halt auch schon so eine wunderschöne Übung, die man einfach zusammen machen kann. Genau, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt. Ich hoffe, ihr habt euch so ein paar Sachen mitgeschrieben, die ihr interessant fand, die ihr gerne umsetzen wollt. Und stellt euch mal vor, wir können die Zukunft dieser Welt gemeinsam mitgestalten. Also sich erstmal dem bewusst zu machen, dass wir das tatsächlich sowieso mit allem, was wir jeden Tag tun und sagen und denken, tun, dass wir das halt auch zum Positiven und ganz bewusst machen können. Eben indem wir unsere Kinder und uns Eltern ermächtigen, auch in herausfordernden Zeiten stark, zuversichtlich und entspannt zu sein. Und da, genau das lernt ihr in Ich bin mein eigener Superstar. Der Kurs ist für Kinder ab 4 Jahren bis etwa 16 Jahren und eben auch deren Eltern und deren innere Kinder. Und der Kurs ist für weniger Stress, Streit und schlechte Laune und für mehr Respekt, Leichtigkeit, für mehr Energie, für mehr Freiheit, für mehr Freude und Entspannung. Weil das dürft ihr euch eingestehen für euch und euer Familienleben. Die Beziehung zu euren Kindern darf leicht sein. Die darf erfüllt sein von Freude. Das darf sein. Das ist auch möglich. Ich lebe das mit meinen Kindern. Natürlich haben wir auch mega herausfordernde Zeiten. Aber der Großteil unseres Lebens ist geprägt von Leichtigkeit und gegenseitigem Respekt. Aber weil wir daran gearbeitet haben, weil wir etwas dafür getan haben. Fühl dich also eingeladen, diesen Kurs gemeinsam mit deinen Kindern zu erleben. Und auch dir und deinem inneren Kind Heilung zu schenken. Also, bist du bereit, das Leben deiner Kinder, dein eigenes Leben und das Leben aller nachfolgenden Generationen jetzt zum Positiven zu verändern? Bist du bereit für mehr Liebe, mehr Freude und Leichtigkeit? Bist du bereit, den Herausforderungen des Lebens mit deinen Kindern gestärkt entgegenzutreten? Dieser Kurs ist für deine Familie genau das Richtige, wenn ihr euch mehr Gelassenheit, mehr Freude und Leichtigkeit wünscht, wenn ihr bereit seid, etwas zu verändern, wenn ihr euch für die Herausforderungen des Lebens stärken möchtet, die zwangsweise auf unsere Kinder zukommen werden und wenn ihr euch eine Zukunft voller Frieden, voller Liebe und Dankbarkeit wünscht. Und dieser Kurs steht euch dauerhaft zur Verfügung. Ihr habt da keinen Druck. Ihr könnt das ganz individuell, so wie es für euch passt, in euren Familienalltag einbauen. Und am Ende dieses Kurses seid ihr gewappnet gegen Stress, gegen Konflikte und Kritik. Habt ihr mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstliebe entwickelt? Habt ihr stärkende, erdende Routinen in euren Familienalltag integriert? Ihr seid alle entspannter, gelassener, glücklicher, resilienter? Und ihr könnt entspannt einer glücklichen Zukunft entgegenblicken. Und der Kurs hat, wie gesagt, heute geöffnet. Heute hat er seine Tore geöffnet. Und bis Freitag könnt ihr 111 € auf den Kurs sparen. Ab Samstag wird der Kurs teurer. Es ist Ratenzahlung möglich. Ihr könnt die 444 € für den Kurs in 4 bequemen Raten abzahlen. Und dafür bekommt ihr 4 Module. Und zwar sind diese Module kindgerechte Persönlichkeitsentwicklung, wo es eben um so Themen geht wie Dankbarkeit, Selbstliebe, Selbstwert. Dann habt ihr das Modul Gefühle. Es gibt ein Modul Körperwahrnehmung, also den Körper spüren, die Bedürfnisse meines Körpers kennenlernen und ein Modul Entspannung. Das finde ich auch super wichtig
Wie lernt schon mein Kind in Stresssituationen zu entspannen, Ruhe und Frieden in sich selbst zu finden? Und das mit insgesamt 10 Videos, 30 Audiodateien mit knackigen Übungen, 17 Worksheets, 4 Bastelanleitungen, 7 Meditationen und Fantasiereisen für Kinder ab 4 Jahren. Und die Übungen und Routinen aus diesem Kurs können dich und deine Kinder nachhaltig stärken und damit ein Leben lang begleiten. Wie gesagt, der Kurs steht dir lebenslang zur Verfügung. Der passt sich optimal in deinen Familienalltag an. Ich empfehle euch 2 bis 3 Mal pro Woche 10 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen. So am Nachmittag ganz gemütlich, so wie es eben für euch passt. Schau dir den Kurs jetzt gerne an. Dort findest du auch nochmal alle weiteren Informationen. Ich werde einmal hier in unseren Chat den Link setzen. Und ansonsten schicke ich den allen anderen auch gerne mit der Aufzeichnung zu. Dann könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe anschauen. Und geht das so? Nein, ich glaube nicht. Ich muss es nochmal neu machen. Und selbst wenn du sagst, okay, das ist vielleicht gerade nicht so unser Thema, aber du hattest sofort eine andere Mama, eine andere Familie im Sinn, die ganz, ganz viel aus diesem Kurs ziehen könnte, dann würde es mir wahnsinnig viel bedeuten, wenn du anderen von diesem Kurs erzählst. Wenn du dann auch gerne die Aufzeichnung, die ich dir zuschicke, mit anderen Mamas teilst, wenn du ihnen erzählst, was du heute hier gehört hast und erfahren hast, damit wir eben aus diesem kleinen Kieselstein, was dieser Online-Kurs ist, eine Lawine machen können. Und dafür brauche ich euch und eure Unterstützung. Und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich bin jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem heutigen Abend für euch mitziehen, habt einige neue Impulse, Gedankenanstöße bekommen, vielleicht auch schon erste Ideen, was ihr mit euren Kindern ab morgen vielleicht mal ausprobieren wollt, peu à peu umsetzen wollt. Das war mein Anreiz. Ich freue mich sehr, wenn ich das geschafft habe. Bedanke mich dafür, für eure Zeit. Ich weiß, eure Zeit ist kostbar. Dafür bedanke ich mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören, euch meine Gedanken und Ideen anzuhören. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viel in dieser Welt für unsere Kinder mit diesem Online-Kurs bewegen können. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend da wart. Vielen Dank auch an alle, die sich noch die Aufzeichnung ansehen werden. Vielen Dank für euer Sein. Ihr seid wunderbare Mamas. Ihr wollt nur das Beste für eure Kinder und das ist großartig. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen weiteren Abend. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren. Ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Von Herzen gern. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Danke auch an dich. Und dann hören wir uns ganz bald wieder.